Hallo zusammen. Nach dem Unboxing und Praxistest jetzt das Fazit. Ich fange als erstes mal mit dem Karton an. Den hatte ich im Unboxing-Video ja schon gezeigt. Ich persönlich hätte keinen so großen Karton gebraucht, aber was mir hier richtig gut gefällt, ist diese Nylonhülle. Da kann ich das Messer, wenn ich es mal eine Zeit lang nicht brauche, sicher verstauen, zum Beispiel im Winter. Da ist es dann gut verstaut und sicher verpackt. Gefällt mir. Und dann wollte ich zu der Kydex noch was hinzufügen. Und zwar erstens ist es tatsächlich hier ein Tech-Lock. Kann ich öffnen, indem ich den Knopf hier drücke. Dann kann ich hier die Gürtelbreite einstellen, kann es einfach dazu machen. Und wenn ich das hier nach unten schiebe, ist es gesichert, geht also nicht von selbst auf. Und grundsätzlich bin ich nicht der größte Freund von so Kydex-Scheiden. Allerdings bin ich durchaus auch der Meinung, dass sie deutlich hygienischer sind. Also wenn da Dreck reinkommt, ich bin im Wald unterwegs, schneide irgendwas und packe das dann weg, kann ich, wenn ich nach Hause komme, einfach einen Tropfen Spüli reintun, ein bisschen warmes Wasser und das durchwaschen. Ist also deutlich hygienischer und ich finde vor allem auch bei G10-Griffen passt es dann wieder. Bei Holzgriffen finde ich es nicht so gut. Kommen wir zu den Sachen, die mir richtig gut gefallen haben am Lucidus. Und das wäre als erstes die Klingenstärke von nur 3 mm bei dem kleinen Modell hier. Endlich hat mal ein Hersteller kapiert, dass die Klingen nicht immer so wahnsinnig überdimensioniert sein müssen. Und ich behaupte mal, die wenigsten von uns brauchen eine 5, 6, 7 mm starke Klinge. Bei einem Sportschützen, Bogenschützen kann ich es vielleicht noch verstehen, wenn er die Pfeile aus dem Holz raushebeln muss oder bei irgendwelchen Einsatzkräften, THW oder sonst was, wenn man dann gegebenenfalls auch mal eine Tür aufhebeln muss. Die können ja dann zu diesem 5 mm Lucidus greifen, also da gibt es auch die Option dann auf was Robusteres. Aber die allermeisten Aufgaben lassen sich mit so einer 3 mm Klinge wunderbar bewerkstelligen. Also ich habe da gestern drauf gehämmert und so noch ein bisschen länger, als ihr in dem Video gesehen habt. Und ich hatte teilweise auch ein bisschen die Befürchtung, dass der Spitze was passieren könnte. Die ist ja relativ fein ausgeschliffen, aber meine Befürchtungen haben sich zum Glück nicht bewahrheitet. Die Spitze hat locker gehalten und das Ganze trotz 61 Hz. Und für normale Aufgaben. Und da hämmert man ja nicht wie bekloppt auf einer Klinge obendrauf, sondern da schneidet man meinetwegen beim Wandern ein Brot, ein Brötchen, ein Stück Käse und sonst was. Und da reicht eine 3 mm Klinge völlig aus und man hat den ganz großen Vorteil, dass es ein richtig kleiner Schneidteufel dann ist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Schneidteufel, also das Messer performt hervorragend. Liegt mit Sicherheit zum Teil auch daran, dass die Klinge so leicht ballig ist. Die Schneidphase ist ganz normal angebracht, wie beim Flachschliff auch. Also man kann es mit dem Sharpmaker, Wicked Edge oder was auch immer ihr habt und womit ihr eure Messer scharf haltet, nachschärfen. Gar kein Problem. Dann ist es relativ lange scharf geblieben. Also ich habe im Wald vielleicht 2 Stunden damit rumgeschnitzt, rumgehackt. Habe in der Küche ein bisschen was gemacht damit. Das ist immer noch so scharf wie beim Auslieferungszustand. Die 61 Hz gefallen mir auch ganz gut. Ich hatte da anfangs ein bisschen Bedenken, gerade mit der relativ filigranen Spitze, dass da was passieren könnte. Ist das zum Glück nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so schnell nicht passiert. Auch wenn ich da immer so ein bisschen Angst habe bei so ganz dünnen Spitzen. Also wenn man vom Bauchgefühl her irgendwas Robusteres haben will, dann greift man besser hier zu. Allerdings, wie oft hackt man schon mit so einem Messer rum oder haut auf den Messerrücken drauf? Das macht man doch eher nur relativ selten und dann auch nur, weil es Spaß macht. Also wirklich brauchen oder hacken müssen muss man so einem kleinen Messer in den seltensten Fällen. Von daher würde ich persönlich immer zu diesem kleinen Lucidus greifen mit der schmalen Klinge und hätte dann halt den Vorteil, dass ich immer die bessere Schneidperformance habe. Ja, ich hatte es im Video im Unboxing ja schon erwähnt, das Material hinter der Schneidphase bei dem kleinen Lucidus. Zeige ich euch das am besten mal. Ich gehe mal auf 0,43 mm. Und wir sehen, es ist sogar ein bisschen weniger. Also wir haben vielleicht 0,41, 0,42, sowas in der Größenordnung. Die Spitze ist übrigens noch filigraner. Da haben wir wahrscheinlich 0,38 mm. Und was mir dann auch noch ausgesprochen gut gefällt, ist, dass wir bei dem großen Lucidus, was ja eher für harte Aufgaben gedacht ist, ein bisschen mehr haben. Ich stelle jetzt hier mal auf 0, sagen wir 0,55. Also ihr seht das hoffentlich. Es ist ein ganz kleines bisschen drunter, aber wir können grob sagen, dass wir hier 0,4 mm in der Schneidphase haben und hier haben wir 0,55. Was auch genau den Einsatzzwecken entspricht. Also gerade bei dem kleinen Messer, wo man mehr mit schneidet und sliced und so einfache Aufgaben mitmacht, da hat man mit den 0,4 mm zwar ein bisschen weniger Robustheit, aber dafür eine bessere Schneidperformance. Und 0,5 mm oder 0,55 mm sind ein idealer Kompromiss, meiner Meinung nach, aus Stabilität und Schneidperformance.
Und es schneidet auch noch ziemlich gut. Also ich habe zwischen den beiden keinen wahnsinnig großen Unterschied gemerkt bei der Schneidperformance. Gerade bei so Tomaten und Karotten. Karotten spaltet es hier eher. Da kann man noch gut Karotten mitschneiden. Tomaten lassen sich beide ganz gut schneiden mit. Das sind noch ein bisschen besser. Gurken und so weiter und so fort. Also das große Lutze, das ist dann ein bisschen schlechter, aber es liegen keine Welten dazwischen. Beide schneiden hervorragend in der Küche. Auch noch interessant ist, dass ich bei dem großen Lutzidus die Möglichkeit habe, einen Glasbrecher anzubringen. Kann ich abmachen. Ihr habt ihn im Unboxing ja schon gesehen, da war der nicht dran. Ich habe ihn jetzt mal für das Video dran gemacht. Persönlich würde ich nicht dran lassen. Aber die Leute, die sowas gerne aus Sicherheitsgründen dabei haben, die haben ja die Option, Glasbrecher zu tragen. Lanyard habe ich auch dran gemacht, um einen besseren Griff zu haben beim Hacken. Auch die Möglichkeit haben wir, bei beiden Messern Lanyard dran zu machen. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja, dann ein weiterer Punkt, der mir ausgesprochen gut gefallen hat, ist, dass ich hier einen runden Rücken habe. Das heißt, wenn ich hier vorne greife, habe ich keine scharfen Kanten. Aber ab hier ungefähr fängt die Kante an, oder ist die Kante nicht mehr gebrochen. Das heißt, ich kann wunderbar einen Feuerstahl damit anreißen. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Und ich finde diese Kombination aus hier rund oder bis hier rund und ab hier scharfkantig für den Feuerstahl richtig gut. Und was auch noch ganz gut ist, ist, dass die Messer in Deutschland hergestellt werden. Also wir haben Made in Germany, was dann auch den Preis wieder rechtfertigt. Wenn ich mir bedenke, in China haben wir Stundenlöhne von 300 Euro im Monat und in Deutschland halt entsprechend das Zehnfache, dann ist klar, dass ein Messer hier mehr kostet. Es gibt allerdings auch ein paar kleine Punkte, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Fange ich vielleicht als erstes mit dem kleinen Lucidus an. Und zwar ist hier das Chimping relativ scharfkantig an der Stelle. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Klinge nicht ganz so breit ist, weil hier ist es nicht scharfkantig, da ist es völlig in Ordnung. Und ein weiterer Punkt, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist der Griff. Der ist ein bisschen rutschig. Also wenn ich hacke, dann rutscht mir das Messer langsam aus der Hand. Exakt das gleiche Problem habe ich allerdings auch bei meinem Bark River Bravo. Und das haben halt viele Hersteller, dass wenn sie einen G10 oder Mikata Griff haben, dass sie den so auf Hochglanz polieren, was auch so ein Handschmeichler ist und sich ganz gut anfasst. Aber wenn man halt damit hackt, dann rutscht es einem leicht aus der Hand. Manche Leute fangen dann an, die Griffe selbst wieder aufzurauen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, dass ich da einfach mit einem 200er Schleifpapier drüber gehe und das Ganze ein bisschen aufraue und die glatte Oberfläche halt ein bisschen zerstöre. Wäre halt schöner, wenn es von Werks aus mit so einem halbrauen G10-Griff gekommen wäre. Bei dem kleinen Lucidus habe ich das Problem jetzt nicht so sehr. Erstens ist es leichter, das heißt, man kann sicherer greifen, da wirkt nicht so viele Fliehkräfte auf den Griff, das heißt, es rutscht auch nicht so schnell weg. Außerdem wird man in so einem kleinen Messer eher nicht so viel hacken. Von daher, beim kleinen Messer finde ich diesen glatt polierten Griff ganz gut. Ist dann eher so ein kleiner Handschmeichler, aber beim großen wäre es halt schön, wenn man ein bisschen mehr Grip hätte. Und um nochmal auf die Kydex einzugehen, bei dem kleinen funktioniert das wunderbar. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verwechselt. Doch, habe ich natürlich. Also bei dem kleinen, da wackelt nichts, sitzt absolut sicher, könnte man auch als Neckknife tragen, wenn es nicht zu groß ist einem. Und man kann es auch noch relativ leicht rausziehen wieder. Also da ist die Kydex perfekt. Aber bei dem großen habe ich wirklich Probleme, das Messer rein und rauszukriegen. Also rein geht mit ein bisschen Kraft, aber raus. Da muss man schon ziemlich viel Kraft aufwenden. Und ich habe die Claudia diesbezüglich mal angeschrieben und gefragt, ob man da was machen kann. Und sie hat nochmal bei dem Hersteller von den Kydex-Scheiden nachgefragt. Und da wurde uns dann gesagt, dass die in der Zeit ein bisschen leichtgängiger werden. Und das kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Also ich habe das Messer jetzt vielleicht 40, 50 Mal rein und rausgeholt. Geht auch schon ein Stückchen leichter. Und ich denke, wenn man das ein paar Wochen oder Monate im Einsatz hat, dann wird es doch deutlich besser werden. Aber gerade am Anfang ist die Kydex-Scheide halt doch recht schwergängig. Ja, dann baue ich jetzt nochmal die blauen G10-Griffe drauf. So, ich habe die Griffe jetzt mal gewechselt, nicht irritieren lassen. Das ist jetzt das kleine Lucidus mit der 3 mm starken Klinge. Was man halt beim Wechseln verliert, sind die Liner hier drunter. Also bei dem Orangenen hatten wir hier schwarze Liner und bei dem Schwarzen hatten wir blaue Liner. Der blaue Griff hat jetzt keine Liner, ist einfach nur blau. Ich weiß nicht, ob man die dann auch gegebenenfalls mit Linern mitbestellen könnte. Und das ist jetzt das große Lucidus, da habe ich jetzt die Griffe von kleinen dran gemacht. Und ihr seht jetzt auch schon diese blauen Liner drunter. Also die Idee mit den wechselbaren Griffen finde ich richtig gelungen.
Da kann man dann je nach Laune täglich die Griffe wechseln. Man kann sich einfach mal zwei Griffe mitbestellen und hat dann entweder blaue Griffe, grüne Griffe, orangene Griffe, schwarze Griffe. Die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.